Willkommen zum letzten Slot. Genau, wir, schönes Thema, OpenVPN-Hooks. Wir hängen uns mal in OpenVPN rein und schauen mal, was man damit so alles machen kann. Ich wollte mich immer mal damit beschäftigen und habe dann mal irgendwann vor 2 Monaten gedacht, ey, guter Weg, sich mit irgendetwas zu beschäftigen, ist, man hält einfach mal einen Vortrag darüber, dann ist man ja gezwungen, sich damit zu beschäftigen und lernt dabei neben was. Hab den Vortrag dann eingereicht und vorletzte Woche ist mir dann eingefallen, scheiße, das ist ja schon übernächstes Wochenende. Also ja, ich bin, glaube ich, vor einer halben Stunde fertig geworden mit den Folien. Schauen wir mal, wie viel davon funktioniert. Genau, also kleine Warnung, eben ja schon leicht anmoderiert. Hier in diesem Vortrag sind übelste Dirty Hacks drin, die bitte nicht so zu Hause verwenden, vor allem nicht in der Produktion. Ja, was ist eigentlich OpenVPN? OpenVPN ist eine Software, die gibt es seit 2001 und wird halt auch immer noch regelmäßig gepflegt, steht unter der GPL und mit der kann man schöne VPN-Verbindungen aufbauen, also VPN-Server bauen, Point-to-Point-Verbindungen etc. pp. Also wenn man sich mal von außerhalb irgendwie nach Hause einwählen möchte und vielleicht sogar eine feste IP oder ein DNS hat irgendwie, dann kann man sich da schön irgendwie zu Hause in den eigenen Server aufsetzen und nach Hause telefonieren. Und also das Szenario, unter dem wir das jetzt hier alles so ein bisschen betreiben, ist so ein bisschen, man hat halt sowas. Und naja, was hat man zu Hause stehen? Naja, den Network Asset Storage. Das ist ganz toll. Da packt die ganze Familie dann immer die Fotos drauf. Also die Frau und die Kinder und so. Und naja, dann kommen die Großeltern und sind vielleicht auch ein bisschen technikaffin. Und wie kommen wir denn da jetzt ran? Ja, lassen wir. Komm, hier machst du VPN-Verbindung auf. Und dann kannst du hier Fotos von den Enkelkindern gucken. Super Sache. Dann gibt's da aber auch noch die Tante. Und die Tante, die ist so ein bisschen suspekt. Die heißt Eve. Und Eve möchte man vielleicht ins eigene Netz reinlassen, aber vielleicht auch nur auf den richtigen Server. Und naja, wir schauen uns mal an, wie man denn da die Leute nur dahin lässt, wo sie hin sollen. Genau. Naja, VPN, also ein bisschen Krypto-Setup. Ich wiederhole nochmal die Warnung, so nicht zu Hause machen. Also wir bauen uns mal irgendwie so ein Diffie-Hellman-Zertifikat, generieren uns mal so einen Schlüssel. Den benutzen wir auch als CA dann, wenn er self-signed ist. Und ja, wie gesagt, nicht zu Hause so machen. Genau, schauen wir uns nochmal an, wie so eine Basiskonfiguration aussieht. Ja. Das findet man auch in jedem Tutorial so. Da haben wir zum einmal die Auswahl irgendwie zwischen TUN und TAP. Also wer sich schon immer mal gefragt hat, was das ist. TUN ist nur Layer 3, TAP ist auch Layer 2. Ich habe mich hier mal für Layer 3 entschieden. Ja, man ist halt ein Client. Und dann gibt es da halt noch so ein paar übliche Werte wie Remote und die Cypher-Einstellungen etc. pp. Also diese Cypher-Einstellungen hier, die kommen nicht von ungefähr. Da gibt es ein sehr schönes Werk. Das ist da unten in den Folien auch verlinkt. Das kann man sich mal anschauen. Da gibt es für all mögliche Softwarepakete irgendwie. Kannst du ein Fotos angucken, ob es ein Network-Share braucht oder nicht? Layer 2 oder? Naja, IP, ganz normale IP-Verbindung. Also keinen esoterischen Kram. ups. Wir haben noch eine Server-Config. Genau, das ist die Server-Config. Wie auch schon hier vorher in der anderen Foliensatz, die Client ausmachen wir gleich mal. Aber erstmal die Server-Config. Wie man sieht, hier einmal das CA-Zertifikat, dasselbe nehmen wie für das Zertifikat für den Key. Und schon geht's los. Die Cypher-Konfiguration da unten ist dieselbe wie in der Folie vorher, die passt ja bloß nicht mehr in die Folie rein. Genau. Und dann hüpfen wir mal kurz zu den Einhängepunkten rüber. Dann schauen wir uns mal an, was überhaupt möglich ist. Genau, also Server und Client haben erstmal ganz einfache Sachen. Man kann sich halt irgendwie in den Prozess einhängen, wenn das Interface hochkommt. Das ist halt das App. Und man kann sich halt auch reinhängen, wenn das Interface gerade eben runtergefahren ist, beziehungsweise gerade kurz vorm Runterfahren ist. Das ist echt nett.
wenn man mal irgendwie so einen Anonymisierungsprovider benutzt hat, also die machen ja auch viel OpenVPN und nicht alle Routen von denen mag oder mit den Routen vielleicht nochmal was anderes machen möchte, die einem da zugeschoben werden oder das Interface vielleicht nochmal eine andere Routing-Tabelle schieben möchte, sobald es hochgefahren ist, kann man sich da einhängen und nochmal so ein bisschen gucken. Beziehungsweise für die Serverseite kann man da halt auch entsprechende Firewall regeln, die man nicht standardmäßig konfiguriert haben möchte, explizit einrichten. Genau. Dann gibt's halt das Ganze auch nochmal für die Routen. Das Load-Up wird halt jedes Mal aufgerufen, wenn der Server eine Route pusht, beziehungsweise eine Route gesetzt werden soll. Also auf Serverseite kann man damit halt auch nochmal schauen, was da eigentlich passiert. Wobei man das eigentlich nicht oft braucht, wenn man die Config selber schreibt, dann ist sie ja schon auf das System angepasst. Auf Client-Seite kann man damit halt nochmal explizit schauen, will ich die Regeln eigentlich, passen mir bestimmte Routen, die mir hier announced werden, nicht und will die wegfiltern oder will ich vielleicht einfach mal ins Log schreiben, was der da konfiguriert. Ganz nett. Genau, und dann kommen wir zu den interessanten Sachen. TLS Verify. Genau, wenn wir Zertifikatsprüfung, man kann ja Client-Zertifikate verwenden, wenn man möchte, machen wir gleich nicht, war mir zu anstrengend. Aber ist schon sinnvoll. Da kann man dann halt, nachdem diese Zertifikatsprüfung abgeschlossen ist, halt nochmal gucken, ob einem das Zertifikat vielleicht doch nicht passt. Also ich habe halt eine CA, zum Beispiel Telekom CA, und die Telekom CA signiert ja so ziemlich fast alles und da kommt dann jemand an mit einem von der Telekom zertifizierten Client-Zertifikat und wählt sich bei mir ein und das ist natürlich auch alles ganz schick. Und jetzt kann ich halt nochmal gucken, ist der Common Name, den der mir da anbietet, eigentlich irgendwie in meiner Datenbank? Und darf der hier überhaupt? Der Client, der hat da irgendwie immer komische Sachen gemacht, den werfe ich jetzt mal manuell raus. Solche Sachen kann man da machen. Also dann kann man eine Blacklist-Datei praktisch auf eine Datei verweisen. Ja, du kannst halt eine Blacklist implementieren, zum Beispiel. Also das sind halt alles Punkte, wo man richtig Skripte reinhängen kann. Also du kannst halt alles implementieren, gegen jegliche Schnittstellen prüfen, ob du das willst oder nicht. Und ja, oder halt einfach mal den Eintrag im Rechnungsserver machen. Hier hat neue Verbindung aufgebaut für diesen Kunden. Gleich mal Traffic wieder hochschrauben, Rechnung größer machen. Gibt halt verschiedene Abfälle dafür. Oder halt die Hitliste der Familien führen, wer dann da am öftesten mal ins Netz guckt oder so. Genau. Aus User Pass Verify. Wenn wir keine Client-Zertifikate benutzen, müssen wir irgendwie verifizieren, dass derjenige, der da ankommt, auch überhaupt darf. Oder aber man kann auch beides machen, also Client-Zertifikate benutzen und trotzdem von den Leuten Passwort Identifizierung verlangen. Und da gibt es so ein paar Plugins für OpenVPN, mit denen man halt auch LDAP oder irgendwie was gegen statisch gefixte Schemata werfen kann. Wenn man dann aber irgendwie mal die eigene Implementierung oder diese Schemata halt nicht hat, dann ist man immer ein bisschen aufgeworfen, weil entweder fängt man an, ein bisschen C zu schreiben oder man schreibt halt ein Shell-Skript und implementiert das da einfach mal. Dafür ist das ganz toll, das werden wir auch gleich nochmal ein bisschen im Detail sehen. Ja, Client Connect, das ist halt der Punkt, wo der Client die Verbindung aufgenommen hat dann, und Learn Address ist der Punkt, wo der interne Router von der OpenVPN eine neue Adresse gelernt hat. Also Client Connect ist, der User hat sich authentifiziert und jetzt nehme ich die Verbindung quasi aktiv an. Und das ist halt genau der Punkt, an dem ich auch sagen kann, du bist speziell, du kriegst mal eine eigene Config. Die kann man dann halt dynamisch an der Stelle vielleicht auch generieren. Sehen wir mal her. Und Learn Address ist der Punkt, an dem Konfiguration vom Client abgeschlossen ist, an dem dann halt quasi final festlegt, welche Adresse der Client dann nicht hat. Im VPN-Netz. Und dann kann man anfangen, witzige Sachen damit zu machen. Also die eigene Firewall zu manipulieren, und da sehen wir auch ein bisschen was von. Genau.
Dann schauen wir uns erstmal die erste Anwendung an. Wobei, nein, noch eine Sache. Zum letzten Punkt noch, OpenVPN Routing. Wir benutzen den Tunnel-Mode. Das heißt, OpenVPN sieht auf Server- und Client-Seite quasi ähnlich aus. Man hat eine lokale Adresse. Man hat den Point-to-Point-Gegenstelle, mit der man redet. Und dann gibt es innerhalb von OpenVPN halt quasi einen Router. Und dieser Router kennt zum einen alle Adressen, mit denen er kommuniziert. Er kann mit diesen Adressen halt auch explizit Gegenstellen verbinden und lässt von diesen Gegenstellen auch nur diese Adressen durch. Das ist gut zu wissen. Muss man nicht irgendwie noch extra komische Regeln in seine Firewall schreiben, dass da nicht jemand plötzlich mal mit einer anderen Adresse aus irgendeiner Verbindung kommen kann. Also darauf kann man sich, so sagt die Software jedenfalls, verlassen. Und wenn man den ganzen Verifikationen bzw. Checks von der Software vertrauen darf und dem Fuzzing, was da jetzt geschehen ist, dann sollte das auch so sein. Hoffentlich. Genau, wir authentifizieren Benutzer gegen eine lokale Datenbank. Kann, wie gesagt, alles Mögliche sein. Und dafür gibt es halt erstmal das entsprechende Config-Flag. Da kann man halt einmal das Kommando angeben, was man gerne ausführen möchte. Sehen wir unten im Schnipsel auch. Und dann sagen, wie man denn die Parameter haben möchte. Ich habe da via File gewählt. Dazu muss man die Script-Security auf 2 senken oder erhöhen. Und kriegt das dann als Temp-Datei über. Laut Doku soll man da mal ein Verzeichnis für angeben, bevor man da irgendwie das sonst wo ins Dateisystem geschrieben bekommt. Via Environment ist halt so ein bisschen doof, weil die Umgebungsvariablen von Prozessen halt leider ausgelesen werden können. Und wenn dann jemand da mal die Umgebungsvariablen von anderen Prozessen sich anguckt, dann stehen da plötzlich Passwörter drin. Das will man eventuell nicht. So dirty war ich dann an dieser Stelle doch nicht. Genau, da gibt es halt trotzdem, hatte ich ja eben schon erwähnt, Umgebungsvariablen, auch wenn man immer nur die Kommandos hat. Und Username ist das, was wir da benutzen werden in dem Skript, was jetzt kommt. Ist übrigens wunderschön. Also alles, was hier drin, was ich euch hier im Vortrag zeige, steht 1:1 so in der OpenVPN-Dokumentation drin. Die ist nicht übersichtlich. Und wenn man da in den Teil guckt, wo einem erklärt wird, in welcher Reihenfolge die Hooks angeblich ausgeführt werden, dann stimmt das auch nicht. Ich glaube, ich muss da demnächst nochmal Patch gegenwerfen. Und ja, wie gesagt, nicht übersichtlich. Ja, was machen wir hier? Naja, wir kriegen halt irgendwie eine Datei mit einem Passwort übergeben. Das ist hier in $1 gespeichert. Und ja, wenn die Datei wirklich auch existiert, also wenn die nicht existiert, dann verlassen wir das Skript hier einfach mal mit einer Fehlermeldung. Und ansonsten machen wir mal unsere Passwortprüfung gegen die Datenbank. Oben setze ich den Pfad einmal neu. Das muss man auch tun oder sollte es tunlichst irgendwie machen, weil das der Pfad ist, mit dem der OpenVPN-Prozess gestartet wird. Und der ist je nachdem, wie nett die Distribution ist, dann einfach auch mal leer. Also lieber mal setzen, damit man diese Sachen dann bekommt. Genau. Ihr seht, wie ich Passwörter prüfe. Genau. Dann legen wir nochmal Benutzer an. Da habe ich mir auch ganz viel Mühe gegeben. Wunderbare Option übrigens an dieser Methode, Passwörter zu verifizieren, und insbesondere mit dem Grep hier. Man kann auch mehrere Passwörter für denselben Benutzer anlegen, also gar kein Problem. Das heißt, wenn Oma mal vergessen hat, wie das Passwort ist, kein Problem, man kann ihr immer noch das Masterpasswort sagen. Ja, don't try this at home. Genau, was muss ich auf Client-Seite machen? Das sind diese beiden Zeilen hier. Und dann kann das losgehen. Und dann können wir das mal ausprobieren tatsächlich. Und
Da sieht man so quasi gar nichts, oder? Sehr schön. Achso, ich kann ja auch da gucken. So, dann schauen wir mal gerade nach etc OpenVPN und schauen mal, welches Passwort gerade gesetzt ist. Und es ist Bob. Wir werden mal noch ein paar andere Benutzer kennenlernen, die sich ein bisschen anders verhalten. Und dann starten wir einfach einmal den VPN-Client neu. Da sieht man dann einmal so die Sachen vorbeirauschen. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, was wir bekommen haben, dann sehen wir haben hier die 20 bekommen. Also Maus. Da, wir haben hier diese IP zugewiesen bekommen mit dem entsprechenden Gegenpunkt. Und wir haben hier eine Default-Route gesetzt bekommen. Und wenn ich jetzt irgendwie was pinge, dann komme ich da halt durch. Also Familienmitglieder Bob darf halt auch über die VPN-Verbindung ins Internet. Das ist übrigens ganz interessant. Man kann das einfach mal in der Client-Config setzen, dass man das machen will. Also das ist, muss da gerade mal in die Config gucken. Redirect Gateway. Und schon reißt er die Original-Default-Route, die man hatte, weg, setzt eine statische Route dafür, damit man den VPN-Server weiterhin erreicht und ersetzt das Default-Gateway. Sehr praktisch. Ist für die eigenen Familienmitglieder vielleicht auch gewollt, dass wenn die mal irgendwo in einem kaputten Schulnetz sind oder so, dann halt auch mal über zu Hause ordentliches Internet haben. Oder im kompletten kaputten WLAN oder so, wo irgendwie Pakete komisch gefiltert werden. Genau. Ah, da haben wir es. Genau, dann haben wir ja erwähnt, man kann Benutzern eigene Konfiguration generieren. Das können wir uns dann auch mal anschauen. Da gibt es nämlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich lege halt irgendeine Datei für jeden Benutzer an. Oder aber man erzeugt die Konfiguration dann einfach mal ad hoc. Und wir versuchen mal Letzteres. Was muss man dafür machen? Ja, auf der Serverseite sagt man einfach mal, ich habe dir ja entsprechendes Skript für hinterlegt. Und dann konfiguriert man das dann entsprechend. Da gibt es so ein paar nette Environment-Variablen, die interessant sind. Ich liste die hier im Übrigen auf, weil die Liste im Manual nicht nach Hooks sortiert ist oder irgendwie sortiert ist. Da gibt es einfach mal eine Liste von irgendwie 60, 70 Einträgen und manchmal sind sie da und manchmal nicht. Es ist besonders übersichtlich. Aber die hier sind besonders interessant an der Stelle. Beim Client Connect hat der interne DHCP-Server von OpenVPN tatsächlich schon eine Adresse für das Gegenüber ermittelt. Die kann man sich dann auch noch angucken. Und was auch noch interessant ist, ist die Untrusted IP. Das ist nämlich genau die Adresse vom Gegenüber wieder zu einem connected. Ist auch schön, dass die Untrusted heißt. Ja. Und dann gibt es so ein paar Werte, die man setzen kann in so einer kleinen Konfiguration. Also da gibt es einmal Push Reset. Das sorgt einmal dafür, dass aus der Server-Konfiguration nichts mehr an den Client drüber gepusht wird. Also wenn man irgendwie wirklich klares Feld schaffen will und komplette Kontrolle darüber haben will, was man dem Client alles announced, dann setzt man das so entsprechend. Dann gibt es if-config-push. Das ist quasi das Äquivalent zu dem, was man in der globalen Config stehen hat, um die Clients mit einem Adressrange zu versorgen. Nur, dass hier halt explizit dann die Adressen gewählt werden können. Also so ein Beispielwert dafür, wenn erstes Argument dann 10.0.0.20, wie in dem Fall von Bob eben, und das zweite Argument dann 10.0.0.2 und das zweite ist halt die Home-Mode-Adresse, mit der man über den Peer wählt. Die kann man halt auch frei noch wählen.
Oder man nimmt halt die, die per Default-Config da einmal gesetzt wird. Wir haben auch noch einen Fall, wo wir nachher noch andere Address-Ranges benutzen und dann wird das ein bisschen komisch mit der immer selben Adresse, aber funktioniert halt. Genau. Dann schauen wir uns doch mal an, wie sowas aussehen kann. Achso, eine Sache hatte ich vergessen. Genau, Push. Bei Push kann man als Argument irgendeinen String angeben, in dem fast alle Argumente der kleinen Config drin stehen können. Also man kann dem da irgendwie sonst was erzählen, was er gerne mal machen soll. Insbesondere, was er mal lokal bitte mit seiner Netzwerkkonfiguration machen soll. Das ist tatsächlich wirklich interessant, sich bei diesen, insbesondere an anderen VPN-Provider mal anzugucken, was die einem alles an Routen und Änderungen der eigenen Routing-Tabellen aufbürgen, bevor man sie annimmt. Ist das so, dass der Server, also wenn ich mich als Client verbinde, dass der Server mich irgendwelchen Einstellungen pusht? Ja, genau. Ja, man pusht und das wird dann umgesetzt. Und wenn man kein Up-Route, also hier Route-Up-Skript hat, dann akzeptiert man die auch einfach mal so. Einfach mal bei der nächsten OpenVPN-Verbindung entsprechendes Skript schreiben und einfach mal wegpipen lassen, was da alles so ankommt. Schon ganz nett. Genau, dann schauen wir uns das Client-Skript an. Und hier sehen wir auch, warum Bob eine 20 bekommen hat hinten. Dem pushe ich mir nicht tatsächlich genauso die Konfiguration. Genau, wir können uns das ja mal anschauen, wie das ist, wenn wir Eve werden. Immer diese Container, in denen nichts installiert ist. Wie gesagt, nichts installiert. Eve. Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir neu starten. Und dann kommt die Verbindung nicht hoch. Ah. Gut. Schauen wir auch mal auf den Server, was da los ist. Da. Das ist das Problem mit Live-Vorführungen. Es gibt auf jeden Fall live schief. So, und das ist einfach nur lange gedauert. Oh, es hat einfach nur lange gedauert. Oder es geht live, dauert live zu lange. So, da sehen wir jetzt als IP-Adresse, was wir hier bekommen haben, ist die 4. Das ist tatsächlich auch die erste Adresse in dem Pool, den ich da per Konfiguration verteilen kann. So, dann schauen wir uns mal an, wie man da noch lustigen Kram mitmachen kann. Dynamische Filterregeln erzeugen. Also wie gesagt, Szenario. Eve kommt ins Netz. Eve darf gerne die Fotos von den Kindern auf einem NAS sehen, darf das NAS also erreichen, aber Eve soll bitte nicht den Fernseher manipulieren können und auch nicht bitte auch nicht weitergeleitet werden. So, also was müssen wir dafür tun? Naja, es gibt da halt den Hook Learn Address, hatte ich ja schon anfänglich erwähnt. Dafür muss man halt entsprechenden Hook setzen und dann einen entsprechenden Skript schreiben. So, das ist ein bisschen komplexer an dieser Stelle tatsächlich. Also aufpassen. Das hier sind die Skriptargumente und nicht die Umgebungsvariablen. Da kriegt man, wenn ich als ersten Parameter erstmal, ja, lösche ich die, setze ich die oder update ich die und dann halt noch so die üblichen anderen Namen. Genau. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Das ist so eine Implementierung davon, wo dann halt Eve eigentlich vorbeikommt und nicht Alice, aber egal. Habe ich das in der Live-Con, in der Demo richtig?
Ja, in der Demo habe ich es richtig. Gut. Ja. Also wenn Eve ankommt, dann injecte ich erstmal Regeln, dass die bitte mal nicht. Ja, genau. Also ich könnte jetzt ja natürlich irgendwie nochmal irgendwie ins LDAP gucken und mal schauen, was da eigentlich alles drin steht. Und mir sonst was überlegen, ja. Genau. Und die Erweiterung, die wir jetzt noch machen können, ist natürlich toll, wenn man Filterregeln lokal auf dem VPN-Gateway hat, ne? Also das Problem ist halt bloß, sobald du nicht nur einen NAS hast, sondern irgendwie so einen ganzen Fuhrpark an Subregeln, musst du halt alle Filterregeln, die du im Endeffekt haben willst, für das komplette Subnetz einmal in die VPN-Anwendung schieben. Weil die Clients kommen halt immer aus dem gleichen Pool. Ich kann die außerhalb nicht unterscheiden. Das heißt, ich muss die Clients IP-technisch an alles ranlassen und muss dann in der VPN-Anwendung sagen, nee, aber du Client darfst da gar nicht lang, weil ich setze jetzt für dich hier explizit mal Filterregeln, die in mir drin sind. Das ist halt irgendwie schwierig, insbesondere, ja, weil es gibt immer noch Leute, die Adressen mal rufen können, insbesondere die eigenen Mitarbeiter etc. pp. Und das will man einfach mal ein bisschen einschränken. Und vor allem, man möchte irgendwie bei Anwendungen, die in irgendeinem Netz drinstehen, vielleicht auch nochmal unterscheiden können, welcher Client da jetzt eigentlich per VPN kommt. Also die eigenen Mitarbeiter aus dem Institut, sage ich jetzt mal, die dürfen gerne die Adresse sich angucken und da halt auch vielleicht ganz viel machen, aber alle anderen, zum Beispiel die Studenten, die dann ankommen, die sollen die Adresse zwar erreichen können, aber ich möchte gerne noch wissen, dass das ein Student ist irgendwie und dem dann vielleicht auch mal was anderes präsentieren. Klar kann man jetzt sagen, okay, Authentifizierung über IP-Adresse ist eh keine gute Idee, aber naja, Realität ist halt leider meistens anders. Genau, also wir müssen den Clients irgendwie eigene Adressen aus anderen IP-Ranges zuweisen, aus denen nur sie kommen können. Und das ist tatsächlich möglich. Man kann dem Server dann einfach mal weitere Ranges beibringen. Dazu muss man dem halt sagen, dass er das routen soll mit der oberen Zeile. Also wir routen jetzt nicht nur 10.0.0.0/24, sondern auch 10.0.1.0/24. Ja, und dem Client muss man dann auch irgendwie mitteilen, dass der jetzt mal ein anderes Netz, andere IP-Adresse aus einem anderen Range bekommt und dass er vielleicht das Default Gateway im VPN noch wieder erreicht. Also einfach. das sieht auf Client-Seite tatsächlich echt ein bisschen kaputt aus, weil man aus einem einen Range irgendwie eine Adresse bekommt und dann das Gateway mal komplett in einem anderen Range steht. Das sieht noch mehr kaputt aus, wenn man halt eine globale IP-Adresse bekommt, aber das Gateway eine RFC-Adresse ist. Aber naja. Noch Fragen? Keine? Dann danke fürs Zuhören.